Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Ja, es ist schon eine ganze Weile her und ich hatte ja gesagt, Fallout New Vegas und Skyrim wechseln sich immer so ein bisschen ab und deswegen kommt heute mal Fallout New Vegas und die nächsten Tage wahrscheinlich auch und dann wieder Skyrim vielleicht. Mal gucken. Wundert euch nicht, warum wir jetzt nicht mal bei dieser stählernen Bruderschaft oder so sind. Das liegt einfach daran... Ich gucke mir gerade den Pip-Boy mal genauer an. Das liegt einfach daran, dass ich schon mal rausgegangen bin zu der Waffenschiebergesellschaft da. Und ein bisschen eingekauft habe. Und zwar habe ich einen Raketenwerfer gekauft für meine Annabelle. Die habe ich mal repariert. Den guten Amerikaner repariert. Ich habe mir den Aether gekauft. Den Aether oder so. Die Mini-Atombombe, ich habe den eben mal ausprobiert, der haut ganz schön rein und den muss man echt weit wegschießen lassen, sonst kriegt man selbst Probleme. Den kennen wir ja schon, krasse Waffe. Aber kann ich euch gleich nochmal zeigen. Für das Gobi-Kampagne Speergewehr habe ich mir noch ein Präzisionsgewehr gekauft, um das zu reparieren. Für die Minigun, die habe ich noch reparieren lassen. Oho Baby habe ich mit einem Superhammer repariert. Und ich glaube, das war's. Da habe ich auch ein bisschen Munition gekauft. Zum Beispiel für den Rumsbums. Und ja, das war's. Die Waffen auch ein bisschen hin und her gelegt. Jo. Den kennen wir ja. Fuck. Kennen wir ja schon. Den benutzt man ungefähr. Ah ja, ich kann ja nicht rennen. Das ist ganz komisch. Auf meinen anderen Spielständen kann ich alle immer rennen. Aber hier kann ich nur rennen, wenn ich Shift drücke. Das ist sehr seltsam. Okay, ich zeige euch den auf jeden Fall mehr. Ich glaube, ihr habt ihn aber schon gesehen. So ungefähr haut er rein. Den nehmen wir aber jetzt natürlich nicht. Und wir gucken jetzt mal, was wir so machen können. Welche Quests haben wir denn alle so? Wildcard nehmen, wetten. Das ist mal zum Ja-Sager. Den Rumser in Nellis helfen. Den Rumsern in Nellis helfen. Probieren wir das mal. Wo müssen wir da hin? Ich habe diesen Skill freigeschaltet, dass ich... Achso, das war das. Habe ich die nicht schon fertig? Natürlich nicht. Ich habe ja diesen Skill freigeschaltet, dass ich alle Markierungen auf der Karte sehe. Okay, offensichtlich noch nicht fertig. Aber ich glaube, dafür brauchte ich Skills, die ich natürlich habe, ne? Glaube ich auch. Alle Menschen werden rüber den Entfernungsmesser zum Ältesten in Hidden Valley bringen. Ältesten in Hidden Valley. Können wir das mal machen? Wo ist denn Hidden Valley? Hier ist Hidden Valley. Okay, dann gehe ich mal nach Hidden Valley. Ach so. Das war ja... Das mit der Bruderschaft. Gut, dass ich da rausgegangen bin. Das hat sich voll nicht gelohnt. Egal, wir geben den jetzt ab. Den Entfernungsmesser. Und dann schauen wir mal. Allgemein finde ich mich ein bisschen langsam gerade, aber ist okay. Macht ja nichts. Und ich habe einen dämlichen Helm auf. Immer noch von dem. Da sind sie ja. Wir wollten uns dafür bedanken, dass sie so gut zur Bruderschaft waren und haben ein paar aufbereitete Energiezellen beiseite gelegt. Wir legen ab und an ein paar in diese Kiste in der Ecke. Die Paladine verachten aufbereitete Munition, also dürfte es niemanden stören. Alles klar. Aber ich mag lieber traditionelle Waffen und keine Laser. Gedönsis. Hier, die Kiste meint ihr übrigens. Was wollte ich gerade noch sagen, bevor der mich so rüde unterbrochen hat? Weiß ich nicht mehr. Ist egal. Ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe. Ist ja auch schon mindestens über ein Jahr her, dass ich das letzte Mal Fallout aufgenommen habe. Und ja, da muss man erstmal auch wieder reinkommen, ne? Hallo, ich Kollege. Ich habe gehört, dass ein Sonderkommando aus Rangers unterwegs nach Vegas ist. Jo. Ja, RNK ist das ernst? Ernst? Ich muss übrigens dann nochmal zu Caesar's Legion in das Hauptlager, um mir Marie zu holen. Ja, dazu später mehr. Hey. Schön, dass Sie wieder da sind. Was kann ich für Sie tun?
Reden wir über die Sache bei Helios. Helios war verdammt nochmal der schlimmste Einsatz, den ich in meiner langen, langen Karriere erlebt habe. Alles klar. Würde ich dir nicht irgendwas geben? Entfernungsmesser, habe ich hier den drin? Nö. Nee. Entfernungsmesser. Hab ich auch nichts drin. Hä? Den Entfernungsmesser zum Ätzenden hin werde ich bringen. Okay, funktioniert offensichtlich irgendwie nicht. Finden Sie die Upgrades für die zentrale Intelligenzeinheit des Beckens. Hä? Finden Sie die Upgrades für die zentrale Intelligenzeinheit des Beckens? Ja. Alle X13 Tests. Achso, ja. Achso, das war, ja, bei dem DLC. Sagen Sie, warum darf ich mir so wenig tragen? Das, nee, das ist nicht. Mr. House töten. Gibt Caesar, was Caesar ist? Ich will aber nicht. Caesar will ich aber nicht. Mr. House töten oder deaktivieren? Nee. Hätte ich mir jetzt noch Ansage. Finden Sie die Quelle der Einladung? Ist hier der Madre? Machen wir das mal, oder? Habe ich das jetzt aktiviert? Ja. Okay. Sonst haben wir ja nicht mehr viel zu tun. Und die Hauptquest verwirrt mich. Ich verstehe das alles nicht. Aber ich hatte mal wieder Bock, ein bisschen Fallout zu zocken. Und ich dachte, hey, komm. Nimmst du deine Zuschauer ein bisschen mit auf diese epische Reise? Hey, hey. Ganz ruhig. Hier wird nicht geschossen. Er schießt denn da? Sei doch mal nicht so brutal zueinander. Ich ja auch nicht. Okay, ich könnte euch hier alle abschlachten, aber ich mach's nicht, weil ich ein ganz netter bin. Öffnen. Und nix wie weg hier. Hier gibt's nichts zum Abknallen. Ich würde euch ja gerne mal Annabelle oder so zeigen. Ja, Raketenwerfer oder den Aether. Aber dafür brauchen wir fette, fette Monster. Damit sich das auch lohnt. Sonst muss ich das nicht. So, Mojave Edland. So, wo müssen wir hier hin? Da. Okay, wisst ihr was? Ich gehe den Weg zu Fuß. Außer ich, lass mich dahin teleportieren. Weil ich glaube, um die, um Hidden Valley ist ein Gitter. Worum ich erst rumlaufen müsste. Und das wäre zu langweilig. Fall in the Isle. So, wir sind da lang. Reloaden. Jo, läuft. Was haben wir hier eigentlich noch? Ja, Fäuste, ist nicht so geil. Gute alte Annabelle. Die funktioniert mit Raketen. Kann man sich mal ausprobieren. Wenn man mal Feinde sieht. Da haben wir übrigens keine Begleiter bei. Frag mich nicht wieso. Ich glaube, ich habe die alle weggeschickt, weil ich diese Mission machen wollte, wo man keinen dabei haben darf. Aber da ich dann nur so wenig tragen darf, möchte ich die doch nicht machen. Und tschüss. Jupp. That's it. Oh oh. Warte. Und boom. Den hat's weggefetzt. Hell yeah. Den ist noch einer, oder? Jo. Und tschüss. Yeah. Den jetzt komplett weggepetzt. Ach übrigens, wenn ihr das mal in Real sehen wollt. Warte mal. Ach komm, hier. Ohne Gegner. So, einen Schaden macht das ungefähr. Jetzt haben wir hier auf 6. Ach, der gute Amerikaner. Auf 7 haben wir den Hammer. Und auf 8 haben wir... das. Okay, auf 8 will ich mal was anderes legen. Und zwar das fucking Huge Aster. Kommt auf die 8.
8. Aether. Guckt euch das an. Ich muss das extra weit wegschießen, damit ich nicht selbst getroffen werde. Weil es wahrscheinlich sowieso gemacht werde, aber egal. Hello, Mr. Atompilz. Fuck yeah. Dafür gibt es dann noch unterschiedliche Munition, was ich sehr geil finde. Hier zum Beispiel kleiner Knirps, Zeitzünder, geringer Ertrag. Ich nehme mal geringer Ertrag, die haben wahrscheinlich... Hallo? Geht nicht? Okay. Geht nicht? Hä, hey, warum geht das nicht? Ich verstehe das nicht. Das ist ja jetzt komisch. Naja, da müssen wir halt was anderes nehmen. Bumsbums kann man auch mal auf 8 legen. 8, so. Bumsbums. Auch immer nett. So, aber ich nehme mal den guten Americaner. Oh yeah. Und mache mich auf den Weg. Gen Süden. Südwesten. Ich fühle mich irgendwie verdammt langsam. Der rennt auch gar nicht so richtig, der schleicht auch nur. Das ist irgendwie ein bisschen nervig, dass ich nicht richtig rennen kann. Aber da kann man wohl nichts machen. Cool wäre es eigentlich, wenn jetzt ein Zug ankommt und mich einfach mit so... Nee, nee. Da hinten sind Gegner. Ich habe euch gesehen, ihr Bastarde. Yeah. That's one. Da hinten sind ja noch welche. Wartet mal, die kann ich aber so ganz gut wegschneiden. Yeah. Da rollen Köpfe. Mit meinem Gobi-Kampagne-Sperrgewehr schieße. Schade, dass man die Kugeln nicht sieht. Ich habe mir ja vor kurzem Sniper-Elite gekauft. Also V2, das war bei Steam ein Angebot. Und da sieht man halt richtig die Kugeln noch schön fliegen. Richtig geil. Hier ist es allerdings leider Gottes nicht der Fall. Aber naja, man kann auch nicht alles verlangen. Aber einiges. Jo, dann wollen wir mal, ne? Wollen wir mal gucken, wo uns unser Weg jetzt hinführt und was für Gegner auch noch auf uns warten. Man kann übrigens auch schnell schießen damit. So ungefähr. Da hinten ist ein Kanalrohr, aber es führt nirgendwo hin, sonst wäre es schon eingezeichnet. Na du Arschloch! Aha, Pulverbandit am Arsch. Den hat's weggefetzt. Wenn man Edie hat, also diesen komischen Augenflugroboter, da kann man die Gegner sogar aus noch weiterer Entfernung schon sehen. Na Arschloch! So. Weg. War aber auch keine Herausforderung. Für mich. Und ja, das ist in einigen Sachen, einigen Stellen schon sehr praktisch. Wenn man die Gegner ein bisschen vorher sieht, kann man schön darauf zulaufen oder davon weglaufen, wenn man keinen Bock auf die Gegner hat. Dich habe ich gesehen. Ihr müsst bedenken, dass ich gerade beim Schießen gelaufen bin. Deswegen habe ich wahrscheinlich nicht getroffen. Und der Gecko auch gerade nicht so lange langsam war. Los Angeles! Ab nach Los Angeles! Yeah! Geht natürlich nicht. Aber es wäre cool. Ich frage mich, wo das nächste Fallout spielt. Und wann es rauskommt. Feinde? Keine Feinde? Ich finde es bei Edie auch ganz praktisch, dass der so eine Musik einspielt, wenn Feinde in der Nähe sind, sondern... Fick dich!